Checkt jetzt gerne die Beschreibung aus für günstige Coins, PSN-Cards oder Xbox Live, um mich zu unterstützen bei IGFold. Korrekte Sache, danke dafür und jetzt viel Spaß mit dem Video. Was geht, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen FIFA 17 Pack Opening zum La Liga Team of the Season. Jungs, letztes Mal war es eigentlich schon richtig fresh. Wir haben zwei Team of the Season bekommen, aber was für welche? Ja, zwei von Villarreal, und zwar Bruno und Trio Guerreros, also richtig die ranzigsten überhaupt. Ich hoffe einfach mal, dass jetzt hier gleich bei der nächsten Lightning Round in den 125k Packs und so weiter und so fort einfach was Geiles drin sein wird. Ein Ronaldo, ein Messi, ein Neymar, Griezmann, keine Ahnung, Suarez, wäre auf jeden Fall heftig. Oder so ein Carrasco würde mir eigentlich schon reichen, aber wir werden einfach mal schauen, was dabei rumkommt. Lasst eine Bewertung da für mehr Pack-Openings, ihr wisst Bescheid. Einfach mal eskalieren, günstige Coins und PS1-Cards findet ihr natürlich auch in der Beschreibung. Und jetzt würde ich sagen, geht's gleich los mit den Packs. Darunter haben wir auch noch unter anderem so eine safen La Liga Team of the Season SBC Packs, und die sollen ja richtig heftig sein. So Jungs, die nächste Lightning Round, und diesmal sind 50k Packs draußen. Ich habe keine Ahnung, ob die hier vielleicht besser sind in den 50k Packs. Ihr wisst es, neuer Messi und ich glaube sogar Ronaldo, aber ja, wir schauen einfach mal, was jetzt hier kommt, Alter. Einfach irgendwie hier Glück haben, das wäre schon das, was ich haben möchte, aber das erste Pack ist natürlich immer schlecht. Öffne die scheiß Packs, öffne die scheiß Packs. Begovic abgestoßen, komm, 50k Packs, Alter. Come on, Alter. Come on, 50k Packs. Ich sag's euch, das sind die heftigen und das wird ein Team of the Season, Jungs. Und wer wird es schon wieder, Spanien? Komm schon, es wird nicht schon wieder. Ey, das ist nicht mehr normal, Jungs. Komm schon, den haben wir doch. Bruno. Bruno, schon wieder. Schon wieder Bruno. Aber diesmal 50k Pack. Ich dreh durch. Das kann doch nicht sein, Alter. Das kann doch nicht sein, dass wir... Oh! Mit dem realen Pack. Holy shit. Holy shit. Das kann doch nicht sein, dass der schon wiederkommt. Der Schlawiner. Mal gucken. Jetzt ist er für 200 drin, aber der wird wahrscheinlich auch billiger sein. Varane und De Gea, Jungs. Und De Gea, was für ein 50k Pack. Plus zentrales Mittelfeld. Nainggolan. Nainggolan ist... Ey, auf sein Team of the Season freut man sich natürlich. Aber ich will einfach nur noch ein paar Team of the Seasons. Ist das zu viel verlangt? Ja, ist es. Jetzt, Mann, komm schon. Ein Walkout. Nein, 84 plus. So, Real Madrid. Es wird Keylor Navas. Richtige Richtung. Richtige Richtung für einen Ronaldo Ramos oder auch was auch immer. Diese 50k Packs, die sind immer gut. Die sind immer gut. Und jetzt bitte ein Team of the Season. Nein, Mann. Es wird ein Walkout. Nein, nicht Argentinien. Ey, oh, Stürmer. Ach, Kacke. Ah, es hätte Aguero noch sein können. Es hätte natürlich auch Messi sein können, sind wir mal ehrlich. Aber Higuain, es ist Gonzalo Higuain erstmal im Walkout. Ah, mit Sokratis. Ah, das ist gut ärgerlich. Ja, ist es, aber ja, was will man machen? Immerhin ein argentinischer Walkout. Alter, was ist das? Was ist das? Und es wird schon wieder ein Inform und es wird Sibeli. Kann auf jeden Fall noch ordentlich ziehen. So ist es nicht. Und jetzt kommt ein Walkout. Und bitte blau. Und bitte. Eine blaue Karte. Ich hab's so langsam aufgegeben. Es wird Italia. Buffon oder Chiellini. Es wird Gigi. Gigi Buffon. Ah, Walkout. Natürlich eine Legende himself. Aber die Legende himself. Ronaldo kann man natürlich auch packen. Ist leider nicht der Fall. Naja, immerhin ist es ein Walkout. Und das eine Legende. Oh, in Form, ja. Stürmer. Den kennt man ja gar nicht. Godos. Den Schweden, Alter. Wie oft wir den jetzt schon gezogen haben. Oh. Und N'Golo Kanté weiß wie Schnee. Er weiß auf jeden Fall, wie es lang geht. Ich weiß nicht, ob er noch was wert ist. Ja, also Kanté ist immer was wert. So, Jungs, ihr seht es schon. Andere Kulisse, denn ich bin auf der fucking Xbox One. Und hier... Und hier wollen wir natürlich ebenfalls das Glück herausfordern. Erstes 125k Pack und es kommt ein Walkout und bitte blau. Ey, das gibt es doch nicht, Alter. Schon wieder ein normaler Walkout und Spanien und es wird Cash. Wetten?
Es wird Chesh Fabregas im ersten 125k-Pack. Naja, das ist schon mal ein guter Start. Die Spanier, die verfolgen uns. Und Sergio Ramos wäre auch sowas von heftig. Navas auch am Start. Ja, die nehmen wir auf jeden Fall gerne mit. Die müssen noch lit sein. Diese 125k-Packs. Ein Messi, ein Ronaldo, ein Inform. Und natürlich, es gibt nur einen Inform, den man mit Gold ausziehen kann, Civelli. Also, die werden mir jetzt nach diesen ganzen Pack-Openings auf jeden Fall ein Name sein. Koke ist leider kein Team of the Season. Oder so haben, ja, genau. Ah, ein 85 plus Juve, Bonucci, Basali, Verteidiger von Juventus Turin. Ist schon mal ordentlich. Aber komm, Alter. Das ist doch nicht zu viel verlangt, vielleicht doch einfach nur einen groß zu ziehen. Ja, please, ey. Ich weiß, ihr zockt gerne ab, aber einmal in meinem Leben jetzt hier bitte Messi, Ronaldo nochmal. Oh mein Gott, das kommt wirklich ein Workout. Komm schon, Jungs. Es wird nicht blau. Ich kann es wieder vergessen. Ich kann es wieder vergessen. Es wird Spanien. Es wird Wetten, Cesc. Oh, Andres. Andres Iniesta und der kein Team of the Season. Das erste Mal, dass Iniesta seit wie vielen Jahren kein Team of the Season hat und jetzt hier in unserem Pack ist. Ich weiß es nicht, aber es ist schon echt lange her mit Bonucci. Ein paar können wir noch öffnen, aber es kommt echt nichts Blues, aber es kommt 86 plus Torwart. Bernd Leno, 86 rated. Jungs, diese Packs sind echt nicht schlecht, aber da fehlt dann diese blaue Schnuppe, die alles zum Eskalieren natürlich bringt. Hier fucking Packs. Und das wird ein Walkout und das habe ich mit Coins geöffnet. Und das muss jetzt blau sein. Es wird nicht blau, es wird Frankreich. Das kann nicht Griezmann sein, es wird Hugo Lloris. Hugo Lloris. Ah, 88 rated, ist schon hart. Wenn du weißt, dass einfach so gute Spieler, Jungs, so gute Spieler zu ziehen sind und ihr dann nur normale Walkouts bekommt. Und come on, EA. Oh mein Gott, bitte, jetzt muss doch mal was Blaues sein, Alter. Jetzt doch mal. Ich dreh durch. Und es wird Deutschland und es wird kein Toni Kroos. Es wird Mesut Özil. Mesut Özil Workout ist natürlich gut. Aber das tut weh, Freunde. Ich will doch nur einen Griezmann. So einen kleinen Antoine fucking Stinkmann, Alter. Okay, das war wieder unlustig. Mesut Özil, heftiger Spieler. Leider nicht in blau. Ja, als Workout hier gezogen. Come on, Freunde. Oh, das kommt gleich wieder ein Workout hinterher. Wenn das jetzt nicht mal ein Team of the Season ist. Es wird ein 90 plus. Es wird, ich sehe Spanien, es kann nur De Gea sein. Es kann nur David De Gea 90 plus sein. Ich drehe durch. Ey, ich drehe durch, ey. Ey, fuck, das sind so gute. Aber irgendwie bockt das einfach nicht, dass sie nicht blau sind, Alter. De Gea bei Real Madrid vielleicht, dann wäre er blau. Aber jetzt ziehen wir den 90er mit Jule Mule und Javi Martinez. So, komm, die nächsten 2500 FIFA-Points, die jetzt hier verballert werden. Und es liegt lange. Komm schon, Freunde. Schon wieder Spanien. Nee. Nee, Andres. Ey, ich dreh durch. Ja, der Andres Iniesta. Der Iniesta mal wieder. Keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Wie viele Walkouts? Wie viele fucking Walkouts? Gut, dann sind wir jetzt hier auch bei den festen La Liga Sets. Ihr habt es gesehen. Wir haben einen Team of the Season schon gezogen. Und zwar wieder Bruno. Also langsam ist es echt lächerlich. Nein, keine Ahnung. Da kommt natürlich haufenweise. Ich hoffe, wenn jetzt hier in diesen 35 La Liga Sets einer kommen sollte, dass es nicht Bruno sein wird. Aber wir werden einfach mal schauen und das erste öffnen. Komm schon, Walkouts? Nein, natürlich nicht. Aber, naja, ich habe hier eigentlich gute Hoffnung. Ich meine, ich saß da jetzt nicht so lange dran. Und das ist jetzt auch nicht so schwer. Ich muss einfach nur seltene Goldspieler abgeben. Und dann funktioniert das Ganze schon. Ja, bin ich einfach mal gespannt, ob hier jetzt noch was kommt. Wir haben richtig viele Walkouts gezogen. Deswegen hoffe ich jetzt einfach mal, dass es auch noch ein blauer sein wird. 24 Stück noch. Ich sehe immer nur noch, wie es weniger und weniger werden. Und wir einfach keinen Walkout ziehen. Oh, jetzt mal wenigstens eine dickere Schnuppe und es wird Keylor Navas von Real Madrid sein. Ach du Scheiße, okay. Die Richtung ist ja schon mal richtig. Wenn wir La Liga Packs ziehen, dann zieht man noch La Liga Spieler. Da kannst du lange warten. Jetzt hier, komm schon.
Oh mein Gott. Oh mein Gott, ein Workout. Ich hab es gesagt, irgendwann muss es soweit sein. Ein Team of the Season, bitte. Kein Spanier. Es ist kein Spanier. Es ist... Wer ist das? Kevin Prince Boateng. Oh mein Gott. Nein, ey. Oh mein Gott. Das war nice eigentlich, aber... Jetzt nicht das Wahre. Ich dachte Modric. Hat Modric überhaupt einen? Ich habe keine Ahnung. Wir ziehen einen aus diesen Packs. Aber keinen guten. Ey, fuck, man. Er hat eine Striker-Karte. Boateng natürlich untradable. Ihr seht es. Kann man theoretisch mal testen und ein Video mitmachen. Aber, ja, gut. Es ist in Ordnung. Es ist in Ordnung. Der erste aus diesen Packs, muss man jetzt mal sagen. Aus 35 darf man aber auch einen dann mal verlangen. Ist zwar jetzt hier, ja, nicht die Granate. Aber... Ich habe jetzt Hoffnung, dass in den letzten Packs vielleicht noch Messi oder so kommt, wahrscheinlich. Moin. Oh mein Gott, schon wieder. Jungs, schon wieder hintereinander. Zwei, das sind zwei. Und das wird Spanien, bitte Isco, Junge. Rechtes bitte fett. Ey, ich ziehe nur die Schlechtesten vom Schlechten. Wer ist das denn jetzt? Ey, das ist Pedro Leon mit 67 Tempo. Ich gehe verkaufen, Alter. Ey, 67 Tempo, Mann, da bin ich schneller. Ey, was denn? Ey, komm. Warum waren da jetzt zwei blaue Freunde? Ich habe keine Ahnung. Ehrlich gesagt, wirklich nicht. Ist da jetzt noch Kevin Prince Boateng drin? Jungs, oh mein Gott, er ist ehrlich. Nein, wir müssen den abstoßen. Wir müssen den abstoßen. Zwei in einem Pack und zwei Loser in einem Pack. Ey, und dann müssen wir einfach noch einen abstoßen, weil wir den eben gerade gezogen haben. Ja, Mann. Was gibt's Besseres? Was gibt's Besseres, den jetzt abzustoßen und dann noch so einen schlechten zu ziehen? Naja, eigentlich muss man dankbar sein in so einem Pack. Da sind nur drei Seltene drin und wir ziehen zwei Team of the Season. Das ist heftig. Aber was jetzt nicht heftig ist, dass wir den jetzt abstoßen müssen. Also den nehmen wir jetzt erstmal mit. Den werden wir auch nie benutzen, aber ja. Ein Team of the Season Discard, würde ich mal behaupten. Tschüss, das war's und oh mein Gott, das tut schon echt weh. Ja, Freunde, das war's dann auch mit dem zweiten Team of the Season Pack Opening der La Liga. Wir haben so viel gezogen, aber keinen richtig dicken Fisch. Aber ich hoffe einfach mal, das kommt im nächsten Pack Opening. Ich werde nicht aufgeben, wir haben vier Stück in einem Video gezogen. Aber leider jetzt hier nicht den heftigsten. Und zweimal Boateng und wir mussten einen abstoßen. Trotzdem denke ich mal, eine richtig frische Episode. Keine Ahnung, wie viele Walkouts, einfach nur heftig. Ja, ich würde mich über eine Bewertung freuen und dann kann ich nichts mehr sagen. Macht's gut, Freunde, haut rein und bis zum nächsten Mal.